einmal aufgesattelt. Da hinten sehe ich schon eine rote Schrift wandern. Und da oben sehe ich ebenfalls eine rote Schrift. Aber wir wollen da hoch. Ohne, dass wir den Wolf pullen. Ach Mist. Ich sagte ohne. Hörst du mir denn überhaupt nicht zu? Oh. Und der Typ auch noch. Wir haben uns ja noch gar keinen Gesundheitsstein gemacht. So, der noch Feuerbrand. Jetzt kümmern wir uns um ihn hier. So, tut mir leid, aber die chaotische Energie muss in deinen Kopf. Bam. So, hierfür müssen wir 5 Stück töten. Jetzt machen wir uns erstmal einen Gesundheitsstein und packen natürlich unseren kleinen Begleiter aus. So, jetzt sind wir wieder vollständig. Auf geht's. So klein sieht der aber gar nicht aus. Der ist gewachsen, glaube ich. So, da hinten haben wir den nächsten. Ja, ich wollte vorhin eigentlich noch so eine Runde Battlefield aufnehmen, aber der Server, der hat sowas von geleckt. Also ich bin da rein und ja, das war so ein Zeitlupen-Movement. Ich so, was ist denn jetzt im Eimer? Hab mir gedacht, vielleicht, dass wieder irgendwas bei mir blockiert, dass irgendwo ein Download im Hintergrund Download läuft oder sowas. Hab mal auf meinen Ping geguckt und der war auch auf 34, also sagen wir mal normal. Aber das hat so geleckt, das ging überhaupt nicht zum Zocken. Da habe ich es dann auch gelassen. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt überhaupt nichts mache, machst du mit WoW weiter, weil WoW brauchst du definitiv noch viel mehr Folgen. Und es sind nur noch 2 Tage, also ich habe jetzt heute, dann habe ich morgen noch, wo der halbe Tag schon wieder verplant ist. Und übermorgen habe ich auch noch. Und übermorgen, da habe ich sehr, sehr wenig Zeit, da werde ich dann wahrscheinlich das ganze Zeug, was ist das denn? Ah, die muss ich befreien. Da werde ich dann wahrscheinlich das ganze Zeug rendern, weil da muss ich dann nämlich packen und so weiter. Von daher muss ich gucken, dass noch so viel wie möglich in Kasten kommt. So, jetzt befreien wir hier hinten erstmal den lustigen blauen Welpling. Ja, du kleiner Welpling, hallo. Du bist frei, flieg weg. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, und da muss ich mal gucken, dass ich morgen vielleicht dann noch eine Folge Battlefield hinbekomme. Oder am besten 3. Und was ich noch machen muss, sind 2 Folgen Minecraft definitiv. Dann bin ich mit Battlefield und Minecraft auf einer Länge. Was heißt Länge? Auf einem Stand quasi von den Wochen her, dass ich da gleich ziehe. Und mit World of Warcraft, da muss ich gucken. Also WoW, es funktioniert, über diesen Stick zu spielen, das habe ich ja schon alles getestet. Aber mit dem Uploaden, da muss ich halt jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, da nehme ich halt meinen Rechner da mit. Da wird der Rechner quasi angeschlossen, wird der Download, der Upload begonnen. Und dann wird er wahrscheinlich immer so das ganze Wochenende nur mit Uploaden verbringen. So, um an den zu kommen, müssen wir erstmal den töten. Aber wie gesagt, wenn ich da in irgendwelche Diskrepanzen komme und die Folgen nicht schaffe hochzuladen, da werde ich dann auf Facebook auch eine Meldung rausgeben. Von daher immer schön auf Facebook gucken. Ich sag mal jetzt die nächsten, ja ich sag mal bis November ist auf jeden Fall alles gesichert. Beziehungsweise wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr ja quasi schon, wie lange das denn geht. Weil ich bin jetzt glaube ich bis Folge 105 gekommen, das müsste jetzt irgendwas so um die 106, 107 sein. Und draußen ist, was ist denn heute rausgekommen, 85, das heißt wir haben gut 30 Folgen, einen Monat. Als Reserve. Ja, mal gucken, was ich halt jetzt noch so alles schaffe, nicht wahr? Ach, da ist der andere. So, hauen wir unseren Chaosblitz mal raus, bevor der verfällt. Ist ja auch schade, wenn Sachen verfallen. Seien es Lebensmittel oder Chaosblitze. So, Welplinge haben wir alle. Jetzt müssen wir hier nur noch so einen garstigen Drachen da erwischen. So ein Minischwing da. Komm mal her, Kollege. Ich hab da mal so einen Anruf. Da müssen wir mal ein bisschen drüber reden.
Ammo hätten wir auch alle, dann können wir jetzt die Quests abgeben. Erholt sind wir nicht allzu viel, nicht wahr? 6000. Ne, eine weitere Quest haben wir nicht, gut. Sodali und Sodala, da ist der lustige Mensch. Ich bin ganz. So, hier hast du deine ganzen. Was bekommen wir denn dafür? Das brauchen wir nicht. Das ist auch egal. So, ein Gold, zwei Gold, dann nehmen wir doch zwei Gold. So, du gibst uns gar nichts. Doch, neue Quests gibt er uns. So, was haben wir denn da? Besorgt 5 Rasiermesser scharfe Skorbitstachel. Wie kann Stachel scharf sein? Besorgt 11 Glutwogenbälge. Und besorgt 9 Haufen Obsidian durchsetzten Schlamm. Machen wir. Hatten wir nicht noch eine Quest? Ich dachte, wir hatten 3 Quests. Na egal. So, jetzt geht's los. Garstige Skorpite töten. Und Schlamm suchen, wo auch immer wir den herbekommen. Aber da hinten war so ein Elementar. Ich denke mal, von den Jungs bekommen wir das. Mein Item haben wir keins bekommen. Nee. Inventar ist auch so halbwegs leer. Wie schaut es mit der Gruppe aus? Na Wahnsinn, wir sind alleine. Und das Feuer knistert wie immer sanft im Hintergrund. Ja, was ich noch ansagen wollte, durch die Gegebenheit, dass ich dieses Jahr... Was ist das hier? Ach, ein Priester. Durch die Gegebenheit, dass ich dieses Jahr natürlich über Weihnachten nicht zu Hause bin, beziehungsweise davor, dass ich irgendwas aufnehmen könnte, wird es leider, leider kein Weihnachts-Special geben und auch kein Silvester-Special. Na okay, Silvester könnte ich vielleicht hinbekommen, aber Weihnachten wird nichts werden, leider Gottes. So leid es mir tut. So, kriegen wir das von denen? Nee. Obsidian durchsetzten Schlamm. Und das sind Obsidian-Elementare. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir noch was. So, was haben wir hier? Hier steht ein Jäger rum. Was macht ihr hier alle? So, ach, guck mal da hinten. Schlamm. Habe ich mich selber angezündet? Wieso habe ich mich bitte selber angezündet? Das ist aber nicht fein von dir. So, da wissen wir jetzt zumindest mal, wo der Schlamm ist. Fangen gleich mal das Farmen an. Da ist einer. 9 Stück brauchen wir. Oh, armer Wichtel. So, satteln wir mal auf und gucken wir mal, dass wir da rüber springen können. Und yes, sir! Nein, komm raus da. Da ist tief. Hallo? Komm doch raus da, Mensch! Oh, was war denn das jetzt? Wieso bin ich jetzt gestorben? Mano! So, wir wachen natürlich da auf, wo man es vermutet hätte, verdammt. Ja, dass das so tief ist, das hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht geglaubt, aber mein Gott. Passiert. So, jetzt haben wir natürlich so einen kleinen Fußweg vor uns. Kommt man denn da rum? Schaut so aus. Gehen wir auch da rum und laufen nicht erst nochmal außen rum. Mann, das nervt mich jetzt so ein bisschen. Außerhalb einer Instanz gestorben. Ja, es ist noch möglich. Verdammt. So, ach, unser Inventar hat sich aber schnell gefüllt. Ach, der ist der Start mit Beweglichkeit. Wie schauen die eigentlich an? So ein Hüpfspeer. Naja. So, ich würde jetzt gerne zu meiner Leiche. Hoffentlich ist da noch nichts gerespawnt quasi. Hui!
Na toll, über Wasser kann man laufen, aber nicht über Lava. So, nein, ich möchte nicht hier, ich möchte dort drüben annehmen. So, gleich mal meinen kleinen Wichtel beschwören. Und Seelenverbindung aktiviert. So, der Schlamm ist unser. Dann hüpfen wir mal wieder darüber. So, hat zum Glück nicht allzu viel Schaden gegeben. 7, da ist 8 und unten ist 9. Haben wir das hier alles so halbwegs kampflos dann wenigstens noch hinter uns gebracht, auch wenn wir gestorben sind. Aber mein Gott, kommt halt vor. So. Skorpi, den müssen wir noch töten. Worgen müssen wir auch noch töten. Wenn die alle gedötet sind, schauen wir mal, was es als nächstes zu tun gibt. So, dadurch, dass hier jetzt so viele rumspringen, ist die Ausbeute natürlich relativ klein. Ach, da sind zwei. So, du gibst mir jetzt am besten einmal deinen Pelz. Muss ich aufpassen, dass ich nicht allzu sehr verbrenne. Sehr schön. Und du gibst mir jetzt deinen Stachel. Deinen rasiermesserscharfen Stachel. So, ich dachte eigentlich immer, Stachel definieren sich durch Spitzheit. Nadelspitzer Stachel. Ja, weil Rasiermesser scharf sagt dir schon der Name, ne? Messer. Und ich habe bis jetzt noch keinen Menschen gesehen, der sich früh morgens vom Spiegel mit einem Stachel die Barthaare wegmacht. So, wir knistern wieder freundlich vor uns hin. Wir müssen eigentlich nur mal sterben und das ist wieder weg. Aber ich habe eigentlich nicht so das Bestreben zum Sterben. Ich lebe viel lieber. So, da haben wir eine kleinere Armee von Worgen. So, Nummer 1 und Nummer 2 gleich hinterher. Dann kommt der Typ nicht mal bis zu uns. So, 3 von 11 haben wir schon. Oh, unser kleines Haustier, das müssen wir auch noch gleich holen. So, komm mal her da. So, nicht, dass es irgendeinen Sinn hätte, aber ich fühle mich halt besser dabei. Weil den Netherwelpen, den hat ja nicht jeder. Oder wie man bei Minecraft sagen würde, die Netherwelpen. Ach ja, Minecraft. Ich weiß nicht, ich habe momentan so viel Bock auf Minecraft. Ich freue mich auch schon aufs 1.4er-Update. Das leider schon draußen ist, wenn Minecraft immer noch auf 1.3.2 läuft. Aber es kommt Ende Oktober am Halloween Day kommt das ja. Und mal gucken, wann ich denn dann zum Aufnehmen komme. Beziehungsweise Minecraft könnte ich in der Theorie aufnehmen. Aber dann halt offline und mit Standard-Skinny. Aber das stört ja auch nicht, weil es geht ja hauptsächlich ums Bauen und nicht darum, wie ich aussehe. So, da mal wieder 2 Chaosblitze hingepfeffert. Und dann kommt der auch nicht bis zu uns. So, was streift da hinten? Der Priester. Ein menschlicher Priester. Stufe Fragezeichen? Na, vielen Dank auch. Der farbt mir wieder alles weg. Mann, oh, jetzt dürfen wir wieder suchen. Ach, da.